Auf vielen Kanälen wurde dazu aufgerufen, dem ins Fadenkreuz der Justiz geratenen Dr. Andreas Heisler zur Seite zu stehen. Wie wirksam diese Aufrufe waren, hat wohl jeden überrascht. Doch der Reihe nach, was ist passiert? Dem maßnahmenkritischen Hausarzt wurde zur Last gelegt, während der Pandemie illegalerweise 22 Gefälligkeitsmaskenatteste ausgestellt zu haben. Um der Richtigkeit dieses per Strafbefehl in den Raum gestellten Vorwurfs auf den Grund zu gehen, wurde für den vergangenen Freitag, den 23. August 2024, am Bezirksgericht Hochdorf, im Regionaljargon Hoftere genannt, die Hauptverhandlung anberaumt. Wie in Hochdorf üblich, sollte diese in den gerichtseigenen Räumlichkeiten mit einer Kapazität von maximal 18 Besuchern stattfinden. Aufgrund der bereits im Vorfeld zahlreichen Anmeldungen musste für die von Richter Stefan Würst geleitete Verhandlung sicherheitshalber ein neuer Ort gefunden werden. Gegen 8 Uhr trafen die ersten Heisler-Unterstützer vor dem neuen Verhandlungsort, dem Kulturzentrum Braui, ein und man konnte optimistisch mit vielleicht 100 Menschen rechnen. Doch weit gefehlt. Kurz bevor die Türen zum Saal geöffnet wurden, war klar. Hundertschaften folgten dem Aufruf und wollten dem beliebten Arzt beistehen. Aufgrund der enorm gut gefüllten Ränge in der Braui waren es wohl gut und gern 500 Besucher, möglicherweise sogar mehr. Bevor es jedoch in den Saal ging, sprachen wir mit einigen von ihnen. Zuerst kriegten wir Roland Bauer, einer der Protagonisten unserer dreiteiligen Dokumentation Unrechtsstaat Schweiz, vor die Linse. Erzähl uns doch, was deine Motivation war, heute zu kommen. Das ist nicht wirklich schwer in Worte zu fassen, weil ich finde die unglaubliche Leistung, was hier an Dr. Andreas Heisler für die Bevölkerung gemacht hat, sich für seinen Beruf ethisch eingesetzt hat und diesem ganzen angeordneten Maskenwahnsinn sich widersetzt hat, ist für mich ganz klar, es ist ein Muss, hierher zu kommen, mit ihm zusammen zu solidarisieren. Das ist für mich eigentlich ein Muss, ja. Du warst jetzt auch vor Gericht in der letzten Zeit. Gibt es da Flashbacks? Da gibt es Flashbacks, man fühlt sich zurückversetzt und ich kann mich auch gut in seine Lage hineinversetzen, von meinem Dr. Andreas Heisler. Ich habe selber am Dienstag auch einen neuen Gerichtstermin, sieht mich diese Staatsanwaltschaft wieder vor Gericht wegen einem lapidaren, scheinbaren Verkehrsvergehen und da schaue ich mir das heute aus der Besucherseite an und am Dienstag setze ich auch hier wieder auf der Anklagebank. Aber ich war auch zweimal wegen Nichtmaskentragen, auch wurde ich schon verurteilt, ja, von dieser Schweizer Willkürjustiz, kann man so sagen. Wenn man dich noch sehen will, Unrechtsstaat Teil 2, dort sieht man deine Geschichte. Als nächstes konnten wir die Besucherin Sandra zu einem Statement gewinnen. Sandra, du bist hier heute auf dem Platz mit ganz vielen Menschen, um Dr. Andreas Heisler zu unterstützen. Was ist der Grund, dass du heute früh aufgestanden bist für diese Gerichtsverhandlung? Ja, ich finde es wichtig, weil Andreas steht schließlich für seine Patienten vor Gericht und ich finde es wichtig, ihn dabei zu unterstützen. Ja. Auch der ehemalige Präsident des Verbandes Freie KMU, Markus Häseli, ist uns vor dem Brauisaal begegnet. Markus Häseli, kein Unbekannter in der Bürgerrechtsbewegung, sehr oft unterwegs, wenn es um Freiheit geht. Heute für Dr. Andreas Heisler. Warum ist dir das wichtig? Wir haben uns ganz am Anfang der Pandemie kennengelernt in Chur. Sind uns nahe gekommen und ich habe ihn geschätzt als ein Mensch, ein Arzt, der wirklich die Interessen der gekränkten oder kranken Menschen wahrnimmt, in der Pflicht eines Arztes. Und wir haben eine Freundschaft geschlossen, haben viele gemeinsame Stunden verbracht, auch viele gemeinsame Termine, immer für dasselbe Ziel, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Und für mich ist es eine Pflicht, aber auch eine Wohltat, hier zu sein und ihn zu unterstützen, um vielleicht auch ein bisschen zu repräsentieren, dass es einfach gewisse Dinge gibt, die so nicht gehen in unserem Land. Und natürlich haben wir auch mit Dr. Andreas Heisler gesprochen. Hier seine Einschätzung vor der Verhandlung. Herr Dr. Heisler, heute Verhandlung in Hochdorf. Um was geht es? Es geht darum, dass ich angeblich falsche ärztliche Zeugnisse wiederholt und vorsätzlich ausgestellt haben soll während der sogenannten Pandemiezeit. Es waren die Maskenatteste und das wird mir jetzt zum Vorwurf gemacht. Was erwarten Sie heute vor Gericht, im Gericht? Sehr viel Licht, sehr viel Beistand, sehr viel Unterstützung. Das ist für mich das Allerwichtigste, unabhängig von jeglichem Urteil.
Das Urteil wird entsprechend ausfallen, ich bin mir ganz sicher. Die Wahrheit und die Menschlichkeit wird sich durchsetzen. Also keine Hoffnung auf einen Freispruch bei Ihnen? Ich habe große Hoffnung auf einen Freispruch. Ich habe keine Erwartungen, aber ich habe große Hoffnung. Ich weiß, wie meine Juristen argumentieren werden und ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Im Saal durfte dann nur vor und nach der Verhandlung fotografiert und gefilmt werden. Bereit für das, was kommen mag. Dr. Andreas Heisler und sein Strafverteidiger Dr. Gerald Brey. Nach weniger als 2 Stunden war die Verhandlung zu Ende und wir konnten nochmals kurz mit dem durchaus zufrieden scheinenden Dr. Heisler sprechen. Herr Dr. Heisler, die Verhandlung ist vorbei. Es war emotional, es war berührend. Wie geht es Ihnen jetzt als erste Frage? Natürlich bin ich erleichterter als vor der Verhandlung. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin froh, dass die Staatsanwaltschaft nicht noch irgendwelche Karten aus dem Hut gezaubert hat, denn mir war von Anfang an klar, dass sie keinerlei Beweise haben. Und ich war natürlich ganz begeistert vom Plädoyer meines Anwalts Gerald Brey. Und ich glaube, meine Schlussworte haben auch noch was Entsprechendes beigetragen. Und ich bin sehr zuversichtlich auf die Urteilsverkündung. Ich bin nach der Verhandlung noch zum Richter Würst gegangen, gefragt, warum war die Staatsanwaltschaft nicht hier. Er hat gesagt, das sei üblich bei Strafbefehlsverfahren. Haben Sie damit gerechnet, dass die Staatsanwaltschaft nicht hier ist? Ich war jetzt 4-mal vor Gericht und bei keinem der Verfahren waren Staatsanwälte oder Staatsanwältinnen vor Ort. Insofern war ich nicht sehr überrascht. Der Unterschied zu den anderen 3 Verfahren war, dass das Ordnungsbußen waren. Und hier ging es ums Strafrecht. Da hatte ich schon ein bisschen gedacht, dass die Staatsanwaltschaft dabei ist. Und bei den anderen Verfahren habe ich eigentlich gar nicht so sehr die Staatsanwaltschaft vermisst, sondern den Richter. Weil oft hatte ich das Gefühl, der Richter schlüpft jetzt hier in die Rolle des Staatsanwaltes und ich habe die neutrale Instanz vermisst. Heute war das anders, ich habe den Richter anders erlebt und ich hoffe, dass er seiner Pflicht nachgeht, faire und gesetzeskonforme Urteile zu fällen. Man muss sagen, das Urteil wurde heute ja nicht gefällt. Der Richter wirkte sehr fair, sehr gelöst. Mit was rechnen Sie jetzt im Moment? Also für den Richter Würst ist es, wie gesagt, nicht ungewöhnlich, dass er sich eine Zeit nimmt. Das war bei meiner Frau auch so. Die war wegen Nichttragen der Maske in der Praxis zu 100 Franken Buße verurteilt. Sie hatte Widerspruch eingelegt, war dann hier vor dem Gericht. Und Herr Würst hat eine Woche gebraucht und sie freigesprochen. Also das ist jetzt noch nicht präjudizierend, dass er sich Zeit nimmt. Ich glaube, er wollte auch nicht vor dem Quorum Publico sozusagen einen Freispruch machen, weil ihm dann vielleicht zur Last gelegt wird, er habe dem Druck der Masse sich gebeugt. Ich glaube, das hat er sehr schlau gemacht. Das war auch mein Eindruck, weil die Masse, die war riesig. Ein paar Worte zu dieser Masse, zu diesen wahrscheinlich 500 Leuten, die hier waren. Ja, es ist unbeschreiblich. Ich meine, damit habe ich nie gerechnet. Ich habe noch eine Vielzahl mehr an Mails bekommen die letzten Tage, SMS, Telefonanrufe, Kärtchen. Es ist so überwältigend und es ist einfach der Lohn für das, dass ich mit meiner Frau zusammen 4 Jahre durch die Hölle gegangen bin, mitunter immer wieder. Aber das, was man zurückbekommt, die Verbundenheit mit den Menschen, die man immer wieder trifft, auch heute wieder, das ist der große, große Lohn dafür. Und wenn man dann noch einen kleinen Anstoß geben kann, dass doch Gerechtigkeit wiederkommt und dass die Menschlichkeit sich durchsetzen wird, dann freut es mich umso mehr. Uns freut es auch und es war ein Freudentag eigentlich, was viele nicht denken von einem Gerichtstag. Und haben Sie noch, wie in der Verhandlung, ein Schlusswort? Ja, es hat sich eigentlich das bestätigt, was ich für ein Gefühl hatte. Ich habe mich noch nie so sehr auf so einen Tag wie heute gefreut und auch auf meine Verhandlung. Ich glaube, ich bin der einzige Delinquent weit und breit, der sich auf seine eigene Verhandlung gefreut hat. Und das in einem Strafverfahren, weil ich geahnt habe, was da auf mich zukommt, eben auch der Zuspruch. Und das hat sich ja mehr als bestätigt. Und ich bin so froh, dass ich dabei sein durfte. Auch der anwesende SVP-Ständerat Pirmin Schwander stand uns kurz zur Verfügung. Also es ist für mich klar ein starkes Votum, Schlussvotum von Andreas Heisler. Sehr wichtig, war sehr wichtig. Und die Argumente, alle Argumente sind auf seiner Seite. Und ich erwarte eigentlich einen klaren Freispruch. Etwas anderes gibt es für mich nicht in diesem Land, wenn wir noch ein Rechtsstaat bleiben wollen. Ebenfalls als Beobachter vor Ort war der allseits geschätzte Anwalt Philipp Kruse.
auch er ein vitaler Teil unserer Doku, deren dritten Teil wir am Freitag dieser Woche veröffentlichen werden. Von ihm haben wir sozusagen ein eigenes Schlussplädoyer für unseren Bericht erhalten. Ein außerordentlich wichtiges Event war das heute. Ich denke, durch diese Verhandlung wird ein Ruck und ein Impuls ausgehen zugunsten einer Aufarbeitung direkt aus der Perspektive von Dr. Andreas Heißler, der hier war, angeschuldigt, angeblich wegen angeblichen Ausstellens eines falschen ärztlichen Zeugnisses in 22 Fällen, also Artikel 318 Schweizerisches Strafgesetzbuch. Aus seiner Sicht würde ich meinen, hätte diese Hauptverhandlung nicht besser laufen können. Der Sachverhalt gibt nun mal diesen Straftatbestand hier nicht her. Warum? Weil er als Arzt seinen Patienten nicht mehr und nicht weniger mitgegeben hat als eine Empfehlung, auf das Maskentragen zu verzichten. Er hat sich nicht über den tatsächlichen Zustand der Patienten geäußert. Er hat kein eigentliches ärztliches Zeugnis in dem Sinne ausgestellt. Er hat auch nicht behauptet oder gesagt, die Patienten sollten überall, an jedem Ort und allen Umständen niemals eine Maske tragen. Und er hat vor allem auch nicht irgendwie indiziert, er möchte diesen Patienten einen besonderen Vorteil verschaffen, sondern er wollte sie vor Schaden bewahren. Er wollte ihre Gesundheit schützen und er konnte sehr glaubhaft geltend machen, dass es tatsächlich möglich ist. Und es gibt auch eine Praxis, eine sogar gelebte Praxis heutzutage, dass Ärzte in der Tat auch telefonisch glaubhaft erste Einschätzungen vornehmen können. Und das war in einigen Fällen bei ihm eben auf dem telefonischen Wege der Fall. Ein Großteil aber der Empfänger dieser Maskenempfehlungen, dieser Atteste, stammten für Personen, die persönlich bei ihm in der Kanzlei waren. Kurzum, er hat nichts Falsches ausgestellt. Er hat die Empfehlung ausgesprochen, auf das Maskentragen zu verzichten. Das war im Prinzip im Kern die Problematik hier. Die Staatsanwaltschaft konnte nicht den Nachweis erbringen, dass er irgendwo einen falschen Sachverhalt beurkundet hätte oder bezeugt hätte. Interessant war auch der Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft in 7 Schreiben gerichtet an den Kantonsarzt des Kantons Luzern, einen Herrn Haarstahl, 7-mal hat die Staatsanwaltschaft den Kantonsarzt aufgefordert zu sagen, ja, worin liegt denn jetzt ganz genau die Verletzung von Berufspflichten durch den Andreas Heißler. Die Staatsanwaltschaft hat keine Antwort bekommen, der Kantonsarzt hat nicht reagiert. Kurzum, es fehlt ganz klar auf der Sachverhaltsebene an entsprechenden an der Erfüllung des Straftatbestandes. Ich rechne deshalb mit einem Freispruch. Das Plädoyer von meinem Kollegen Dr. Gerald Brey war ausgezeichnet, war brillant. Es gab sofort anschließend hier stehenden Applaus, mindestens eine Minute. Und noch mehr Applaus hat dann das Schlusswort von Andreas Heißler selber bekommen. Standing Ovations im wahrsten Sinne des Wortes. Mehrere Minuten lang haben hier 500 Menschen aus Dankbarkeit und aus Wertschätzung, aus Anerkennung, auch im Bewusstsein, hier etwas ganz Besonderes erlebt zu haben. Ich habe viele Menschen mit Tränen in den Augen gesehen, haben applaudiert, Bravo gerufen. So etwas habe ich in meiner 30-jährigen Karriere noch nie erlebt als Anwalt. Und deshalb rechne ich nicht wegen dieses Applauses, aber insgesamt persönlich mit einem Freispruch. Der Richter hätte natürlich jetzt gleich sofort urteilen können. Hier steht ihm einerseits die Strafprozessordnung etwas im Wege für ein sofortiges Urteil, denn man muss als Richter sämtliche an der Hauptverhandlung gehörten Vorträge, alle Aspekte zum Sachverhalt, alle Aspekte zum Rechtlichen, muss man seriös abwägen. Und er hätte sich vielleicht hier den Vorwurf zuziehen können, ja, das war doch hier alles sehr viel, wie kann man das seriös dann abwägen und einen Freispruch ausfällen? Das war ja hier wohl ein Gefälligkeitsurteil. Und ich glaube, dass er sich diesem Vorwurf nicht aussetzen wollte. Er wird sein Urteil auf dem Schriftwege eröffnen, auch begründen. Und ich persönlich, wie gesagt, da kann man nichts anderes vorstellen als einen Freispruch. Also, Sie als Rechtsanwalt beurteilen jetzt die Arbeit des Richters als sehr sauber und korrekt. Der Richter hat nur das Verfahren geleitet. Ich habe ihn ja nur bei der Verfahrensleitung erlebt. Das
würde ich absolut als korrekt, als anständig, als wertschätzend auch bezeichnen, auch Menschlichkeit durchblicken lassen, auch Humor durchblicken lassen, immer wieder. Also ich habe ganz andere Situationen erlebt in Corona-Strafverhandlungen. Nein, dieser Mann hat sich sicher, ich würde mal sagen, auch etwas Sympathie, Bonuspunkte hier im Saal verdient. Er hat das sauber gemacht, auch rechtlich, ganz sauber, ganz korrekt, ja. Und seine schwerste Arbeit steht bevor, das Urteil auszusprechen und zu begründen. Er wird hier sicher einen erheblichen Gegenwind der Medien haben. Aber er ist in einer soweit in einer komfortablen Situation, als er eine Fülle von präzisen, ausgezeichneten Sachargumenten, juristischen Argumenten, hervorragend aufbereitet, vorgetragen von Dr. Gerald Bray, nun vor sich hat. Das würde unter normalen Umständen auch für ein Bundesgerichtsverfahren ausreichen, was hier Gerald Bray vorgetragen hat. Das war brillant, das war großartig. Und ich hoffe, dass sein Plädoyer auch bald veröffentlicht wird. Noch eine letzte Frage, was mir jetzt noch ein bisschen auf dem Herzen liegt, was mich so gewundert hat und nicht so recht beantwortet wurde im Verfahren. Es heißt, die Staatsanwaltschaft hat die 22 Fälle, wo dieses falsche Ausstellen des Maskenattests vorgeworfen wurde, nicht untersucht. Genau. Kann man jetzt da der Staatsanwaltschaft eigentlich Liederlichkeit vorwerfen oder wie ist das einzuordnen? Ja, also die Staatsanwaltschaft hat hier mal versucht, auf Biegen und Brechen einfach einen die Realisierung eines Straftatbestandes einfach mal in den Raum zu stellen. Umkehr der Beweislast nennt man das letztlich. Sie hat selber keine Beweise auf den Tisch gelegt. Diese Atteste sprechen nicht für sich alleine gegen den Angeschuldigten. Daraus ist nicht erkennbar, warum diese Atteste falsch sein sollten. Die Staatsanwaltschaft hätte ganz konkret weitere Indizien finden müssen, warum sie der Auffassung ist, dass diese Befreiungsatteste, diese ärztlichen Bestätigungen inhaltlich falsch sein sollten. Sie hätte mit zumindest einem Teil der Personen sprechen müssen, sie hätte sich ein eigenes Bild verschaffen müssen und dann den Nachweis erbringen müssen, dass diese Atteste falsch sind. Oder sie hätte irgendwo geltend machen müssen, ja, das ist ja vollkommen unmöglich, das auf dem telefonischen Wege zu eruieren. Das hat sie nicht mal versucht, weil wir wissen, selbstverständlich ist es möglich, auch auf dem telefonischen Wege ein erstes Bild vom Gesundheitszustand zu bekommen. Es gibt Krankenkassen, die das sogar verlangen, dass gewisse Vorabklärungen telefonisch erfolgen, mit der Folge sogar gewisse Entscheidungen, gewisse ärztliche Entscheidungen, Sie bleiben zu Hause, nehmen Sie diese und diese Medikamente, versuchen Sie mal das, Sie brauchen auch nicht zu kommen. Das ist heute sogar ein Trend, sogenannte Telemedizin. Also es ist alles andere als unmöglich, aufgrund eines Telefonates zu beurteilen, sind die Aussagen glaubwürdig, besteht ein Vertrauensverhältnis und ist das, was der Patient mir hier erzählt, ausreichend, um ihm vom Maskentragen abzuraten. Alles das ist im höchsten Maße eben plausibel. Ja, und da hat die Staatsanwaltschaft dem gar nichts entgegenzusetzen. Liederlich, ja, das könnte man als durchaus liederlich bezeichnen, ist ein nicht juristischer Begriff, aber... ich muss nicht. Ja, ganz genau, absolut, ja. Auch wenn Dr. Heisler das Urteil noch nicht entgegennehmen konnte, sind die Chancen für einen Freispruch als durchaus intakt einzuschätzen. Übrigens... Auch die Polizei war vor Ort, auch wenn mittlerweile klar sein dürfte, dass bei Zusammenkünften der Freiheitsbewegung nicht mit Ausschreitungen zu rechnen ist.